Hey, ihr Freunde der Wissenschaft, willkommen zurück zu Resident Evil 2, dem Remake. So, wir sind jetzt auch mit Claire mittlerweile im Umbrella-Labor angekommen. Unter Tage, also unter der Stadt Raccoon City. Und machen uns jetzt auf den Weg, den G-Virus zu besorgen und vielleicht auch das Devil Agent, um die kleine Sherry zu heilen, weil die hat ganz, ganz fiese Bindehautentzündung, hat sie von ihrem Papa. Ja, das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen, beziehungsweise von ihrer Mama. Die ist nämlich auch mit daran beteiligt, an der ganzen Sache. Echt fies. Also ein Kind doch nicht antun, sowas. Aber vielleicht hat sie auch Gründe, dass ihr was implantiert wurde, wie die Mutter sagte. So, erstmal in Osten hier. Ich mag ja diese Sterile, wenn man die ganze Zeit zu dem Dreckigen von Raccoon City unterwegs war und jetzt auf einmal ist man hier. Weil es so ein bisschen aussieht wie geleckt. Ich meine, wir sind ja auch ziemlich voll mit Kacke und allem. Also eigentlich, ja, schon ganz schön widerlich, wenn man darüber nachdenkt. Wir haben nämlich auch Sherry die Jacke gegeben, die ja voller Kot ist. Die ist vollgesogen mit Exkrementen. Naja, sie hat sich trotzdem drüber gefreut. Ist ja warm. Warm geht über Stinken. Na gut, haben wir jetzt alles hier soweit. Das Pulver ist auch mal da. Was habe ich denn noch übrig an Pulver? Nicht viel, ne? Das glaube ich ist aber alles mal nebensächlich vorerst. Wow. Und mir ist eingefallen, ich habe letztes Mal was vergessen, als ich mit Leon hier war. Da vorne das Pult. Oh ja. Das hier habe ich vergessen. Senior Staff Clearance required for computer access. Ich weiß nicht, was es macht, aber ja. Hm. Boah, diese ekelhaften, diese Pflanzen. Das killt euch. So, okay. Hier geht leider nicht anders. Ich muss, aber ich kann doch nicht zwei Patronen für die Viecher verschwenden. Diese ekelhaften Kohlebriketts da. Das irgendwie anders hinkriegen. Oh, warte mal, weil ich das noch auswendig. Das. Ich muss noch bestätigen. Das. Ha! Wahrscheinlich kann ich gleich das. Was? Nein, das ist falsch? Was? Okay, die haben die Codes geändert im Gegensatz zum ersten Durchlauf. Das finde ich ja geil. Nee, finde ich wirklich geil. Also. Dann kann man nicht einfach durchrennen und sondern muss jetzt alles absuchen nochmal. Finde ich irgendwie ganz cool. Dispensing solution now. Die Verteilerkartusche. Aber bin ich ja nicht falsch? Nee, das war das. Ja, cool, die haben es einfach geändert. Da sieh mal einer an. Wirklich mal zwei Stück für so ein Vieh, für so eine Pflanze. Das ist echt ätzend, so. Unkraut vernichter. Nee, warte mal, das ist aber.
Ist es nicht dasselbe wie vorher? Ich glaube, das ist dasselbe wie vorher, derselbe Code. Ach, das Ding macht mir Angst hier. Soll ich mir vielleicht doch ein paar Säurepatronen noch mischen? Ja, besser ist das, ne? Die werden bestimmt auch helfen gegen die Pflanzen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja. Oh, das ist ja schön. Oh, bitte, 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 bitte verbrenne. Ah, verdammt. Reicht natürlich nicht. Ich schreibe mir das mal auf jetzt. So. Und die zwei Striche. Sehr schön. Ach verdammt, jetzt habe ich wieder unnötigerweise Sachen verbraucht. Aber das Nadelgewehr, das ist schon ziemlich nett. Vom Effekt her. So. Dann machen wir mal. Das ist das hier. Das hier. Ja, perfekt. Und das andere, wenn das jetzt noch stimmt, das wäre ja lustig. Das, das, das und das. Ah, schade. Haben sie das doch geändert. Lump. So, ich kann ja nicht alles verbrauchen jetzt. Ich guck mal. Mal was zurückbringen. Ah. Diese Geräusche schon bei den Pflanzen, die da immer kommen, dieses Dom, Dom, Dom und das ist fies. Das ist, das macht mir richtig, ach, ach, krieg ich da die Pimpernellen, du. Ja, ich kann das auch nicht alles ablegen. Sagen wir es mal so. Ja, ich habe jetzt so viel Heilung, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie zu knapp oder so, dass ich sage, hey, ich benutze das nicht, weil, sondern passt halt einfach. Ich muss das nicht benutzen. Fertig. Das werde ich, glaube ich, mal unten dann einsetzen gleich. Aber krass, dass man das erst auf die abschießen muss, dann wird es aufgeladen und dann wird es halt immer stärker, der Stromausstoß. Finde ich schon ewig ganz nett. Ja, nur hat hier Leon auf jeden Fall einen Vorteil gehabt mit dem Flammenwerfer. Würde ich jetzt mal so sagen, das ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man die einfach so rösten kann. Anstatt, dass man halt immer wieder so eine ganze Patrone verbraucht. Nicht zocken, bitte. Danke. So, hier lag nochmal eine Karte und Pulver. Hätte ich mal mit einberechnen müssen. Na gut, vom Platz her wird's reichen. Gar nicht hier. Bitte. Feuer F, ja. Ne, URF. So, perfekt. Ja, lustig, dass man das Ding jetzt schon so früh kriegt hier. Oh mein Gott. Wieder alle gleichzeitig zum Leben erwachen. Ah.
Boah, wie alles abschmilzt. War ziemlich eklig, ne? Ah. Scheußlich. Widerlich. Scheußlich. Aber gut. Hat auf jeden Fall seine Wirkung, das Zeug. Die Säure ist so krass. Also ich meine jetzt nicht von der Wirkung. Ja, also die Wirkung ist halt natürlich das, was sie soll, ne? Aber ich finde halt so optisch sieht das so fies aus, wenn die dann so zerbröseln und alles abfällt und so glitschiger Schleim wird. Hm, na, habt ihr noch Appetit? Wahrscheinlich nicht mehr, wenn ihr das jetzt gehört habt, aber es ist so gut einfach. Es sieht optisch so toll aus. Wir haben hier diese Liquid Gore Engine, oder wie sie es genannt haben. Die ist ja hier drin. Die wird halt hier eingesetzt und das sieht so gut aus. Das Elektrogewehr ist halt auch irgendwie ziemlich geil. So, wo bleibt ihr denn, Freundchen? Ja, aber der kommt gleich und macht Stress. Ja. Na, gefällt's euch? Ist er tot? Die dead? Ich hoffe, die sind tot, die Viecher. Die dead. Die did dead. Oh, sieh mal da. Da ist die Trophäe. Die hätte ich jetzt halt auch wirklich woanders vermutet. So. Natürlich, es ist genau anders, der Code. Mhm. Aber auch die ersten Zeichen sind gleich. Oh nein, jetzt geht der Kugelschreiber nicht mehr. Soll einen vielleicht so ein bisschen trügerische Sicherheit gewähren, dass man denkt, hey cool, das ist der erste Code. Und dann ist das doch nicht. So. Ich komme nochmal wieder. Ich muss eh erst nochmal hoch und das Ding aktivieren. Bah, seid ihr eklig. Wunderhübsche, eklige Viecher. Dann mal lieber nicht. Sollte mich ein bisschen verkretzen hier, Kumpel. Ach du Scheiße, was? What the fuck? Sieht auch irgendwie so ein Brett. Boah, wie er aussieht. Total verkretzt. Warum ist hier die ganze Zeit... Oh! Ich hab's vergessen, mein Freund. Kaputt jetzt. Ja. Das ist wichtig, dass die immer abfackeln zum Schluss. Achtung! Gesern! Immer schön den Kopf rösten noch mit. Okay, hier wieder ein bisschen Muni hierfür. So, was war das hier nochmal? Ach, das ist... Ach ja, hier hätte ich das Teil erst bekommen, seht ihr. Sehr gut. Hier haben wir auch alles. So komplett verbrannt, einfach mal die Dinger. Ja, ich sag Dinger, weil es sind Zombies und es sind keine Menschen mehr. Machen Sie sich keine Sorgen. So. Dann wir erstmal hier das weg. Das weg. Da warte, das kann ich eigentlich mitnehmen. Das schmeiße ich sowieso fort, wenn es benutzt wurde.
Ja, ich habe hier Kartusche, ne? Machen wir voll hier. Das ist super. Also es braucht natürlich ein bisschen lange, bis es dann seine Wirkung entfaltet, aber bis dahin macht es einfach nur Spaß, das Gewehr. Oh, da ist er schon, mein Freund, habt ihr gesehen? Schön. Wir sind rumschlitzen. So, das sollte reichen, hoffe ich. Ja, sehr gut. Ich dachte schon, das ist immer so ein bisschen finchy hier mit dem Ausprobieren. Die brennen, aber muss einfach nur lange noch draufhalten, glaube ich. So, jetzt entriegen wir erstmal das hier. Und zwar ist das genau das, dann das, das, das. Wie, warte mal. Kann sein, dass ich das jetzt falsch gemacht habe mit dem hier. Das, das, dann ist es nämlich der hier und der hier. Ah, okay, ich habe das mit dem Nupsi mit dem Strich verwechselt. Irgendwie, fragt mich wie. Was ist bei das Kraut hier? Immer noch diese Musik, als wäre hier noch was. Gemein, gemein, so. Kommt da rein. Ja, das Rätsel ist auch so ein bisschen... Oh, jetzt ist das... Jetzt ist es wieder ein bisschen anders, seht ihr? Okay. Das jetzt so passen schon. Nee, das wird nicht reichen, oder? Nee, zwei zu wenig. Nee, warte. Jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Jetzt mach ich gerade Quatsch. Jetzt mach ich gerade Quatsch. Wie viel fehlen denn jetzt eigentlich noch? Oh mein Gott, ich bin gerade blöd. Da habe ich nämlich wieder alles voll gemacht. Was falsch ist. Ja, ja, ja. Da. Nee, das kann aber nicht sein. Dann fehlen jetzt wieder zwei, oder? Da fehlt ja jetzt wieder was. Beim ersten Mal war es irgendwie einfacher. Da habe ich das direkt hinbekommen, aber jetzt... Na, das wird jetzt komplett voll werden wahrscheinlich. Ja, natürlich wird es komplett voll. Ich weiß auch gar nicht, wie viel das jetzt abgemessen ist. Aber auf jeden Fall noch zwei mehr muss ich hier reinbekommen. So, die zwei weniger. Und jetzt muss ich eigentlich noch vier Stück reinfüllen. Aber das geht ja schlecht. So. Nee, Moment, Moment. Das hier muss wieder darüber. So. Da brauchen wir noch zwei.
Ach, warte mal, ich glaube, ich hab's jetzt endlich. Mann, Mann, Mann. So, die 5 gehen wir wieder rüber, bis es voll ist. Ja, ich glaube, ich hab's. Mann. Bin so schlecht. Jetzt hab ich's. Und das kommt in den Behälter. Und der kommt dort in die Kühlanlage, in dieses Kühlabfertigungsteil. Und dann ist das gut. Ja, ich habe jetzt einfach einen Denkfehler gehabt, weil ich noch beim ersten Mal war. Aber wie gesagt, ich find's cool, dass sie das geändert haben, im Gegensatz zum ersten Mal. Weil man noch ein paar andere Sachen dann hat. Andere Herangehensweise an die Rätsel. Ich hoffe, du fällst jetzt übrigens nicht runter da vorne. Ah, das können wir jetzt übrigens auch wegwerfen, sehr schön. Ach, die Geräusche hier, ne? Ja, dieses ganz, ganz fiese Flüstern die ganze Zeit durch die Pflanzen. So. Erinnert mich halt jedes Mal wieder an den Film Ruinen, falls ihr ihn nicht kennt. Mit diesen komischen Maya-Pyramidenpflanzen, die in die Haut gehen und... Ah, schaut euch mal an, sucht mal nach Ruinen. Horrorfilm. Das erinnert mich jedes Mal hier an die Pflanzen so ein bisschen widerlich, sag ich euch. Hi. Welcome back, Dr. Lee. You have 5 new messages. Ich muss die eigentlich nicht jedes Mal abschießen, die Zombies, wenn ich so drüber nachdenke. Absolut nicht. Damn. Should have packed my parka. Ja, hätte sich mal dicker einpacken sollen, aber ich meine, sie hat auch die Jacke abgegeben. Spricht denn nur für sie, ne? Weiß gar nicht, war es das jetzt hier schon mit den Items? Ich muss gleich nochmal gucken. Oh, ich mag sowas, das ist so Perfection-Dinger, ich guck das total gerne. Wie alles perfekt passt. Schön. Ja, wunderschön. Verteilerkartusche. Cool. Dankeschön. Ich weiß das jetzt zu schätzen. Geht ja gar nicht auf. Zombiefrau. Ah. Hier am besten einfach den Weg zurück. Ich muss sowieso wieder hier lang. Dieses weggeätzte Fleisch. Das ist schon irgendwie ein bisschen... wie so roter Wackelpudding. Da, ja, alles klar. Oh nein. Ich kann euch schon sagen, hoffentlich springt mich jetzt nicht noch so eine kleine Pflanze hier an. Lass mich bitte. Dispensing solution now. So much for the weed infestation. Warning. You have dispersed a dangerous solution without authorization. Your actions have been logged. And you may be subject to disciplinary measures. Ach, du mich auch. Haha. Umgenatzt. Geht bitte nicht mehr auf, ja? Diese Pflanzen. Oh mein Gott. Behalt! Behalt das Messer! Okay. Oh, was? Da ist auch einer. Kommt ihr denn her?
Na gut, wo kommt ihr denn her? Das ist eigentlich die Frage alleine schon. Ist ja Quatsch. So, jetzt können wir uns das mal anschauen. Was gibt das denn? Byron Cartwrights Posteingang. Absender William Birkin. Wichtig, erhöhte Sicherheit. Was ist Nest ein... wann ist Nest ein Nest für Spione geworden? Letzten Monat 3, diesen Monat sogar 4. Und das sind nur die, die wir erwischt haben. Sorgen Sie für die Sicherheit, Cartwright, oder wollen Sie enden wie Ihr Vorgänger? Ich schränke außerdem ab heute den Zugang zum Westbereich ein. Ignorieren Sie alle Anfragen vom Hauptquartier, die mit G zu tun haben. Diese Schlipsträger sind sowieso zu nichts... tragen sowieso nichts zu diesem Projekt bei. Absender, no reply, automatisch generierte Mail. Betreff Warnung, unautorisierter Zugang festgestellt. Unkrautvernichter durch unautorisierten Mitarbeiter im Ostbereich freigesetzt. 4:51 Wayne Lee. Okay. Was hat's jetzt noch registriert, das System? Ja, und mich hat's gerade gewundert, dass hier übrigens Mr. X nicht kommt. Aber eigentlich ist es auch gar nicht so verwunderlich, weil der wurde ja auseinandergerissen. Haben wir ja gesehen letztes Mal. Deswegen alles gut. So, ich nehme mal die Kartuschen mit. Das Pulver lassen wir hier. Großkalibrige Pistolenmunition. Ja, komm, ist ja auch egal. Warte hier halt nochmal nach, aber was soll's. Gut, Leute, ich mach mal Schluss hier. Ich glaube, es wird nicht mehr viel geben. Vielleicht noch maximal 1-2 Parts. An der Stelle danke ich euch natürlich wie immer fürs Zusehen. Wäre super cool, wenn ihr mir auch für diese Folge ein Like gebt und einen netten Kommentar schreibt. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald schon wieder zu Resident Evil 2, dem Remake. Macht's gut, bis dann.